Servo Leute, die Nexus Gamer sind wieder am Start und wir spielen Saints Row zusammen mit dem Jay im Koop. Yay, und dann Jay und Yay im Koop. Das genau, und dazu zu Saints Row gibt es gleich mal, was machst du? Gibt es gleich mal hier Geronimo. Spielbezogene. Lässt du mich mal ausreden? Gerne. Spielbezogene Informationen. Oh mein Gott. Und zwar habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass THQ pleite gegangen ist. Die haben eine. Wie heißt es nochmal? Wurden pleite gemacht. Wurden ja, na, die haben halt so ein Dingens gemacht. Halt. Auf jeden Fall, die sind pleite gegangen. Sie sind pleite gegangen und diese ganzen Firmen, also die ganzen Tochterfirmen, wurden eben jetzt verkauft, damit die wieder ein bisschen Geld bekommen, obwohl THQ jetzt glaube ich nicht mehr existiert. Auf jeden Fall, ach genau, Insolvenz heißt das Ganze. Ja, habe ich doch gerade die ganze Zeit gesagt. Hörst ja, du mich sorry. Zu? Sorry. Dankeschön. So. Auf jeden Fall, unter anderem wurde dann natürlich auch. Ja, mache ich für die Leute direkt mal den nächsten. So, natürlich wurde demnach auch Volition Media verkauft. Und zwar an Koch Media. Und zwar an Koch Media, genau. Da fängt sie ja direkt an zu kochen hier. In der Gerüchteküche. Genau. Und, oh Mann, der muss jetzt wieder sein. Und das Ganze wurde verkauft, also die Rechte an Saints Row, an der kompletten Saints Row Reihe. Und diese Firma eben wurde jetzt an Koch Media verkauft für sage und schreibe 22,3 Millionen US-Dollar. Das muss man sich mal vorstellen, so eine Summe für einfach nur diese drei Spiele, die Lizenzen an den drei Spielen. Logischerweise nehmen die dadurch jetzt auch noch was ein, wenn das gekauft wird. Und für diese Firma, die das eben größtenteils produziert hat, die Spiele. Oh, Joshua fliegt auch mit dem Helikopter. Ja, ich wäre fast draufgegangen, weil ich unter der Brücke durchfliegen wollte. Oh ja. Ich bin trotzdem früher da als du, weil ich schon auf 25, ah ne, 10, 9, 7, 8, ha! Ich hab oh Mann, aber ich war oben drüber. Ja, ich war auf jeden Fall, ich wollte euch das nochmal kurz näher bringen, ja. Dass jetzt eben. Weil der Jay auf sowas total steht. Genau. Auf jeden Fall haben wir das jetzt halt so mal gesagt. Ja. Aber was müssen wir auch der machen? Jay wollte einfach, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid. Und genau. Obwohl das eigentlich schon Schnee von vorgestern ist. Ja, danke dir. Weil es vor, was weiß ich, vor 4 oder 5 Wochen schon mal gesagt wurde. Ach komm, man kann sowas nie oft genug hören. Genau. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, da bist du. Da vorne. Vorne bist du. Ja, ich weiß. Da vorne bist du. Kann ich eigentlich auch abschießen? Nein, kannst du nicht. Das wäre nämlich asozial. Oh, 100.000 haben wir bis jetzt schon. Ich fahr einfach überall mal drüber. Ja, alles was ich platt mache, fährst du nochmal platt, ne? So, nee, hier, ich mach auch was platt. Ja, was ja, glaubst ja, du denn? Sagen, ah, da kann man sich reparieren lassen. Übrigens, ihr habt ja mitbekommen, dass Crysis 3 rausgekommen ist. Ja, und Jay hat's nicht. Der ist voll nicht up to date, Alter. Ja, du hast auch nicht. Vielleicht noch nicht kaufen. Vielleicht wisst ihr auch, dass das ja von der deutschen Firma Crytek ist. Ein Chivat-Yearly-Game oder Kivat, Chivat würde ich eher sagen, aber egal, er ist Türke oder Halbtürke oder sonst was Türke. Irgendein Türke auf jeden Fall. Er ist Türke. Und ja, super. Ja, das, die das Game alles. Ist auf jeden Fall richtig geil. Als Hauptwaffe hat man am Anfang zumindest den Bogen. Ja, und das ist total spielbezogen, finde ich gerade. Ja, und übrigens, ja, wollte ich nur mal so sagen, weil das Game so geil ist. Ja, übrigens, du hast es noch nicht gespielt und findest es schon aus Prinzip einfach geil, ne? Das ist mit der CryEngine 3, also CryEngine 3 gemacht. Ja, war schon Achieve with CryEngine 3 kommt genau, damit wurde mich schon. Ah, Panzervandalismus geschafft, das war gar nicht die Mission, oder? Doch, das war die Mission. Sicher. Wir sind noch am Anfang. Oh, Respect Level. Vor Scheiße. 5. Tja, ich bin einfach awesome. Ich spiele auch gerade mit 100 FPS. Was es gar nicht bringt für die Aufnahme. Ja doch, wenn ich einen 100 Hertz Monitor hätte. Wenn ich einen 100 Hertz Monitor hätte. Dann würde es mir das bringen. So,
Nächster Auftrag, weil ich will da heute, dass wir provoziv sind. Ja, produktiv. Ja, genau, provoziv. Ja. Oh, hier ist ein Motorrad. Motorrad. Ich brauche ein Motorrad. Ah, ich habe immer noch die geile Stimme. Let the dogs out. Ich habe immer noch die geile Stimme übrigens. Das passt auch voll zu dir, also die Stimme ist auch ähnlich tot wie du. Ich meine, er ist doch so. Ist mir ernsthaft. Oh Mann, ich fahre hier überall dagegen gerade. Ja, deswegen fahre ich ganz schnell zum Start der Aktivität. Damit die Zuschauer ein bisschen extra. Ich frage mich, ob es irgendwann in diesem Display noch möglich sein wird. Dass ich mal während früher. Während der Cutscenes zu schweigen. Ja. Wäre schön. Takeshis Castle in Saints Row. Und mit Schießen. Tödlich. But if you think it's that easy, you've never seen Kinky before. Oh, and one more thing. On this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the fight, be sure to... Yo, I understood you. Yo. Yeah, I understood this. Murder time! Yeah, man. Und das müsst ihr euch mal denken, das ist hier eine Fernsehsendung. Das läuft wahrscheinlich jede Woche. Ja, und zwar um 16.30 Uhr direkt die Zeit, wenn die Kinder gerne Fernsehen gucken. Damit die auch... Oh, Genki! Oh, da kommt Feuer raus. Nein, ich bin direkt entflammt worden. Entflammt? Au, au, au. Mann, bist au. Du schlecht. Ja, ne? Du bist ja nur entflammt worden, ne? Überhaupt nicht schlecht. Wenigstens haben wir hier Pistolen, mit denen man einigermaßen gut umgehen kann. Also, man kann zumindest präzise schießen. Hm? Man verschießt sich nicht so oft, denke ich mal. Oh Mann. Ich bin auch gewicht worden vom Elektro. Nein, schon wieder. Ja, endlich. Habe ich mal durchgeschafft. Och Mann. Hätte ja auch jetzt weggehen können. Hier, du bist so still heute. Ja, ich bin einfach. Ich lasse dich gerne reden, weil du so einfach so toll. Weißt du? Was ist heute mit dir los, ey? Du bist einfach so. Machst mir Komplimente. Ja, du bist einfach so sehr anwesend, weißt du? Du bist mir jetzt. Nein, schon wieder. Warum brennst du? Ja, ich habe schon wieder Feuer gefangen. Ja, du gehst in Flammen auf, du gehst in Flammen auf, du gehst in Flammen auf, du gehst in Flammen auf. Das, der Text geht zwar nicht so, aber ich so lasse es mal gelten, weil für den Anfang... Au! Ich bin tot! Danke, Jay! Super! Ja, super! Du hast jetzt die Mission... Ja, weil Mann. Du mich nicht beschützt hast. Du hättest voll ins Feuer springen. Hallo, hier kämpft jeder für sich! Nein, wir kämpfen zusammen für unser Überleben. Hast du doch eben gesehen, sonst hättest du die Mission alleine zu Ende spielen können. Ach so. Ja. Jetzt stehe ich wieder hier vor. Ach komm schon. Diese blöden Schweine. Ich mag keine Schweine. Okay, ich esse jeden Tag. Aber egal. Okay, vielleicht nicht. Nein! Mich interessiert es, ob ich Schweine jeden Tag oder jeden zweiten esse. Nein! Und jetzt bin ich schon zum zweiten Mal da reingelaufen. Ich bin schlecht. Oh, mit F kann man Nahkampf machen, wusste ich auch nicht. Das habe ich gerade eingekillt. Einfach nur mal aus Instinkt gedrückt. Oh, ich habe die Errungenschaft auch meine Eier freigeschaltet. Ach, kennst du noch nicht? Die hast du noch nicht? Oh, wir wurden gerade beide erwischt. Gut, echt. Nein, ich wurde nochmal erwischt. Warum? Warum zum Geier? Nochmal. Ich glaube, Alter. Nein. Come on. Ja, echt mal, come on. Nein! Von wo wurde ich jetzt erschossen? Ja, er war's. Mann, Jay, du bist super. Super, ich will es zum dritten Mal wiederholen. Ja, alles nur wegen dir. Siehst du? Sag ich doch. Hoffentlich schaffen wir es jetzt bald mal. Übrigens, ne, ich hab ja gesehen, ne, unser Black Ops Video war ja ganz erfolgreich, ne? Ja. Boah, ey, wir sind voll... Video. Ja, aber jetzt kommt ja noch was, was die nicht wissen, ne? Ach so, so ja. Ja, was total... Habe ich da eigentlich auch mitgespielt? Ja, hast du. Also so... Stimmt, ja.
Mann, bist du schlecht. Ich weiß mittlerweile schon auswendig, wo die Gegner stehen. Leiden! Nein! Och man, ich werde immer dann erblickt, wenn's... Nein, meine Kombi sinkt. Und hier erschießen wir übrigens Leute in einer Fernsehsendung. Legitim, ich meine, hallo. Ich weiß gar nicht, was du hast. Klar. Bring das mal in Deutschland, ey. Mach ich tagtäglich. In Deutschland, ist klar, in der Fernsehsendung. Tagtäglich. So ein Fehler kann tödlich sein. Ja, vor allem. Fallenflucht, ja Mann. Nein! Zwei hintereinander, war sehr nett, da kann ich direkt hintereinander abschießen. Getötete Maskottchen. Hier sind sogar Frauen in den Kostümen drin, hallo? Was haben die für ein Problem? Soll ich dich vielleicht mal heilen? Ach, ja, ja. Habe ich gerade selber gemacht. Oh, ich habe auch noch Shotgun und... Oh, jetzt habe ich auch noch... Und ich bin fast durch. Yeah, Mann! Wir haben 5000. Wutz, wutz. Oh, scheiße, da hinten ist Sniper, sollten wir mal ausschalten. Wie kommst du denn da drauf? Nein! Ha, Kopfschuss von der Entfernung mit der Pistole. Tja, du kannst es halt fast so gut wie ich. Ich will das haben. Alter, wo sind die? Nein! Nein, 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 Moment. Wie viel Leben habe ich noch? Knapp, ey. Hier lebt man ja auch kein Leben auf. Pass bitte auf, wo du hinläufst. Oh, shit. Oh, von der Seite. Ja, Mann, ich bin durch. Komm schnell. Ja, Mann, warum hast du so viel Leben? Ich bin awesome. Hallo. Ach so, das gibt ja diese Heilungsteile. Ja, da hab ich einmal drauf geschossen. Oder zweimal, ich weiß es nicht. Professor Genkis, geschafft. 6600 ordentliche Summe für unseren Gastauftritt hier in der Fernsehsendung. Ja, also wenn ich tagtäglich sowas machen würde, ich wäre sofort Begleiter Pierce Washington. Der heißt Washington mit Nachnamen. Ja. Hast du auch Folgentitel. Sei froh, dass er nicht Pierce New York heißt. Oh Mann. Hey, was hast du jetzt gemacht? Du bist durch meinen Bus gesprungen. Warum kann ich eigentlich nicht... Was? Ich hab mich in den Bus gesetzt. Auf den Hintersitz hinterm Fahrer. Aha, ich will den aber klauen hier. Los, bestätige. Hab dich doch. Ja, sagst du. Oh, jetzt düst er direkt wieder los, damit er als erster da ist. Nein, ich doch nicht. Wie kommst du denn da drauf? Du natürlich nicht. Winnie! Au! Direkt mal gegen den Baum. Aber bist immer. Du jetzt schon wieder? Ich bin schon fast da. Klar, ich auch. Wie viel Meter noch? Wettrennen. Wie viel? Ey, der Bus ist gar nicht so langsam. Wie viel du? 300. Ne, 250 jetzt. Und jetzt? 150. Nein! Oh, scheiße, ich bin abgeflogen, Hilfe! Oh, scheiße, ich hab entschleunigt. Hä? Nein, ich bin vorbeigefahren. Hä? Scheiße. Nein, jetzt wurde ich von der Leine erschlagen. ich war als Erster da. Nein, warst du nicht. Der Videobeweis sagt eindeutig, ich war Erster. Hallo, nein, ich bin der bestaussehendste Motherfucker in hier, ja? Alter. Ich bin der bestaussehendste, ja, nicht du und nicht Spears. Erstens, du bist hier schon mal gar nicht in der Cutscene drin vorhanden, ja? Du auch nicht bei mir. Ja, bei dir, aber bei mir bin ich vorhanden und das ist der Videobeweis. Also bin ich der bestaussehendste Motherfucker hier. Von mir aus, damit du was kompensieren kannst. Mit der Hundemaske. Bei mir hat Pierce einen Grafikfehler auf der Stirn. Du bist ein Grafikfehler auf der Stirn. Oh, mein Bus ist halt erschrottet.
Tja, mein Muss Gott. er jetzt nicht machen. Ich glaube, das war der ganze Auftrag. Warte mal, ich mach mal gerade Geld. Ein bisschen. Au! Das ist die Rache, das ist die Rache, das ist die Rache! Ja, bitte sag ich das. Ich bin im Bus, hab's geschafft, bitte. Ja, ich hab's geschafft, oder? Katz und Maus, hä? Alter. Ich lebe überhaupt gar nicht. Und du glitschst hier gerade im Boden. Ich Scheiße, ich da. Au! Auf zu überfahren. Ich bin im Bus einfach nach hinten gefahren, dein. Koop-Festung starten. Ja, wo ist mein Motorrad? Du hast mein Motorrad kaputt gemacht. Du hast mein Motorrad kaputt gemacht. Dein Motorrad. Willst du mich verarschen? So, jetzt habe ich das schnellste Auto im ganzen Spiel, glaube ich, ist das sogar. Ja, und ich fahre mit dem Bus. Was? Und ich höre immer noch deine scheiß Stimme. Tja, die ist halt episch. Nein. Natürlich. Wegen dir haben wir gerade zwei Sterne, ja? Oh. Ja, jetzt zwei. Echt, Mann, du bist voll scheiße, weißt du das? Wegen dir haben wir zwei Sterne. Danke, dass ich so viel gutes Feedback bekomme, wie gut ich bin. Ja, du bist einfach scheiße. Gib's doch zu. Ja, wenigstens muss ich jetzt nicht mehr vor dem Bullen entfliehen. Powder. Ja, du gehst auch immer von hinten rein, ne? Weil vorne ist ja zu gut bewaffnet, ne? Klar. Die Frau greift hart durch, auf jeden Fall. Das ist die naheliegendste Lösung. Hallo? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich meine, hätte ich auch gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Klar. Männer denken. Das beweist mal wieder, Männer denken einfach viel zu viel. Nein. Nicht, was hier immer die Frauen haben, keine Ahnung, was die immer haben hier. Die sagen immer, ja, ihr Männer denkt viel zu wenig. Ach so, jetzt geben wir hier, habe ich eigentlich meine Waffen? Ja, habe ich. Das finde ich sehr gut. Explosionskill. Zwei Stück hintereinander. Ey, du kriegst ihn hier nicht hin, oder was? Was? Ich hab grad bis eben nicht nachgeladen. Lass uns reingehen. Was? Nö, lass mal. Ich brech erstmal den Typ. Oh geil, den habe ich mal schön weggefetzt. Den Sniper sollte man ausschalten. Vielleicht solltest du mir der Kamera die Action überlassen, ja? Woher habe ich eigentlich die neue Waffe? Ich weiß es nicht. Darf ich das Snipergewehr übrigens mal haben? Ich finde das gut. Alter, ich werde hier besnipert. Von den Snipern, wer hätte es gedacht. Bootsens, Bootsens. Wie kommt man Dank. Wie bekommt man hier einen hoch? Boah, ich oh Mann. Ach, das war's durch. Wollte ich gerade erschießen. Solltest du besser lassen. Wäre besser für die Mission. Ich hab hier mal ein bisschen aufgeräumt, falls du nicht hast gesehen. Du sollst vielleicht auch da reinlaufen, du Idiot. Wenn du schon ja, läufst. Ich bin am Türrahmen hängen geblieben, Entschuldigung. Der ist ja, halt ja, so fett. Ja. Oh yeah. Mann, wen dockst du auch immer an? Voll der Scheiß. Ja, jetzt war ich wieder schuld, dass der hier angekommen ist. Ja, alles. Alles deine Schuld. Achso, den haben wir ja immer nicht geschafft, gell? Ja. Ein paar Granaten einfach, sollte reichen. Ja. Juhu! Zack! Also, das und war wer macht den Steigertypen fertig? Bootsens! Yeah! Gut gemacht. Und ich habe erstmal die Minigun aufgehoben. Weil ich's kann. Super. Soll es mir aus dem Weg gehen? Nein, wie kommst du denn da drauf? Übrigens, die gibt's doch für mich auch, oder? Ja, die gibt's für mich auch. Warte mal. Ich will die auch haben. An dem R-Minikanone aufnehmen, so. Was? Der hatte zwei? Ja, weil wir Koop spielen, du Held. Ja, ja. Ey, die sollte ich mal, die schauen, die sollte ich mal durchlassen. Danke. Au. Oh, diese Kanone ist so fett. Ja, vor allem brauchst du die Sau lang zum Andrehen. Renn mal ein bisschen hier, du Fettsack. Ja, ich hab eben gerannt, die Treppe hoch. Das war anstrengend. Was? Wo sind die hier? Die mache ich jetzt gleich mal kalt. Ja, du vor allem, ne?
Was, die mit der. Der hat ein 800er Magazin dabei. Ja, also zum Aufladen meine ich. Los, mach sie alle, Yoshi! Rambo, 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 Rambo. Ich weiß schon, wie du den Part nennen kannst. Yoshi the War Machine. He is the Rambo Pig. Yeah, yeah. Rambo. Ach so, wenn du die Batman-Musik spielst, kommt natürlich Rambo. Ist natürlich sehr, sehr logisch. Rambo. Ey, schauen die laufen doch nicht in den Weg. Ey, die läuft mir hier mit ihrem Kopf in den Weg. Ich schieße sie die ganze Zeit mit dem Minigun ab. Sorry fürs Schniefen, ich bin ein bisschen erkältet. Danke. Ja, wer ist das zu der Jahreszeit nicht? Du? Ich, hahaha. Ja, ich habe das zweitgeilste Immunsystem auf Erden. Übrigens bin ich Erster. Übrigens bin ich so gut wie nie krank. Ja, ich auch eigentlich, aber du hast alles kaputt gemacht. Rambo! Übrigens, jetzt darfst du verteidigen, weil ich nicht mehr so viel Munition habe. Ach so. Wie viel Muni hast du denn noch? Du hast mal wieder zu viel verballert. Du bist sehr... Ja, ich war ja auch an der Front tätig. Ach ja. Ja nicht, ne? Du wie viel Muni hast du noch? 191. Also rechts. Steht. Insgesamt. Ja, nee. Und dann noch was anderes. Aber ich hab's eh geschafft, also... Irrelevant. Yay, nimm Powder aufs Korn. Haben wir geschafft jetzt. Auch 6000. Ja. Der Gastauftritt hat mehr gebracht. Ich habe immer noch den Minigun. Ach, jetzt nicht mehr. Tja. So, wie lange nehmen wir denn schon auf? Haben wir noch Zeit? Sehr lange. Oh, ja, 21 Minuten. Das ist ja sehr passend, Jay. Hast du gut gemacht. Ja, ich würde sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.